Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Polybridge. Polybridge. So, ich habe endlich den Bus rübergekriegt auf einer anderen Straßenseite. Und das ist meine Konstruktion. Ich habe hier einmal Hydraulik reingebaut. Hier Hydraulik reingebaut. Ich musste sie einstellen, den auf den weitmöglichsten Hub und den auf 1%. Jo. Das Ganze sieht dann so aus. Ich ändere mal nichts an Speed. Nicht, dass wieder die Brücke einkracht wie beim Einmal. Obwohl ich glaube, eingekracht ist sie sowieso gerade. Ja, die war eingekracht. So, das war die Bridge. Jetzt kommen wir zur nächsten Bridge. Und das ist okay. Der eine muss dahin. Der andere hoch. Scheint ja eigentlich gar nicht mal so schwer zu sein. Schöne Dreiecke erstmal reinknallen hier, zack, zack, zack. Also ein bisschen optimieren, verfeinern, verschönern. So. So sieht es einigermaßen okay aus. Wer fährt eigentlich zuerst? Erst der? Und das Baut? Fährt er ihn hinten rein oder fährt er durch ihn durch? Okay. Gut. Dann wissen wir ja schon mal, was wir machen müssen. Das einfach so wie bei der anderen Brücke gerade. Ich mache da jetzt hier so einen Stahlträger rein. Dann eine Hydraulik dahin. Setzen wir hier noch eine Hydraulik rein. Ist auch noch so teuer. Aber schauen wir erstmal, ob das so klappt. Das tanzt schon schön da herum. Nee, das klappt nicht. Auto sehen,
erschien und... Nee. So, warte mal. Gehen wir doch nochmal hier die eine Straße rein. So, auf jeden Fall ist er nicht mehr ganz so steil wie eben gerade. Aber ich denke mal, das schafft er immer noch nicht. Ja, probieren wir das mal so. Also sprich das Ganze noch. Eine kleine Stange hier. Ja, ist genauso wie gerade. Einfach mal die Hydraulik. Setzen wir einfach mal hier so hin. Jetzt nehmen wir Stahl. Verbinden das Stück. Ach, hab's gar nicht eingestellt. Jetzt ist der Hub ja ein bisschen größer wie vorher. Oh, das ist die Hydraulik. Weiter runter. Oh, das sieht doch gut aus. Das muss er doch jetzt schaffen. Nein! Scheibenkleister. So. Ich glaube, jetzt kracht es sowieso schon mal. Nee, noch nicht. Okay. Lass mich gerne positiv überraschen. Oh. Ne, ist ja jetzt noch steiler wieder. Also es war schon so ziemlich gut gewesen. Aber was kann ich noch machen? Also ich fand eigentlich, das ist schon eine gute Idee. Na? Na, lass mal so. Ich brauche Dreiecke, keine Vierecke.
Ah, jetzt sind die Trolle ziemlich kurz. Ich denke mal, jetzt fährt das sowieso nicht weit raus. Machen wir den hier noch ein bisschen kleiner. Ein bisschen Geld sparen. Was machen wir jetzt hier mit? Okay, so viel Geld gespart. Dann gehen wir ein bisschen wieder hoch. Jo, das passt doch. Chain, chain, chain. Nein! Wenn ich jetzt noch Hydraulik an Hydraulik baue. Das ist und das höchste und ach, lass mal erstmal so. Was geht da noch Schönes? Eieiei. Aber das hatten wir ja schon gehabt. Da kam was zwar rauf, aber dahin kam man nur. Jo. Wenn ich die nochmal ein bisschen gerade setze. Auch nicht. Auch nicht wirklich weitergekommen. Der ist so kürzer gemacht, aber auch verschoben. Eieieiei. Thank you.
Da bleibt er hängen. Ich muss mal Grid ausmachen. Und einen harmonischen Übergang zu finden. Von Straße zu Straße. Was so weiter ein kleiner Dealer ist. Kacka. Kann man fragen. Immer spätestens würde er da stehen bleiben. So gewählt. Runter, hoch, runter. Upsa, was man da jetzt? Okay. Wah. Und kracht hier sie wieder ein. Was habe ich gemacht? Ich habe hier alles ruiniert. Ach, ich hab das Dreieck weit auseinander gezogen. Na ja, gut. Nein, ich. Aber ich muss es irgendwie schaffen, dass er dann immer stehen bleibt. Können die Autos sich tauschen, dass der kleine Frau fährt und dann der große? Ach Mensch. Ich mach mal hier einen Cut. Ich denke mal, das ist jetzt nur eine Pfeileinstellung. Oder ich probiere nochmal eine andere Brücke aus. Eine andere Brücke aus. Und möchte die dann bauen. Ja. Also dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Tschüss.